Gut, dann gehen wir mal aus Max Zimmer natürlich raus und geben natürlich das Büchlein wieder zurück. Jetzt müssen wir nur Kate finden, Victorias Zimmer. Eigentlich müsste man da eigentlich auch mal eine... Du, was? Das Brokes Zimmer? So, finde jetzt mal Kates Zimmer. Da ist Kates Zimmer. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Und danach muss man natürlich noch die Nachricht lesen. Oder wir machen es jetzt. So, nachrichtenmäßig. So, da haben wir eigentlich, wenn wir so wollen, schon fast alle Charaktere zusammen. Ne? So, wir sind in Out of Time in Episode 2. Und Claude, unbekannte Nummer. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Ach, hier. Das war um 7.56 Uhr, also am heutigen Tag. Mhm. Alles klar. Mama. So, eigentlich nichts. Doch, Max, dein Direktor hat mir eine E-Mail. Hey, Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdunsten, aber ertränke sie auch nicht, Mama. Ja, wir haben ihr natürlich ein bisschen noch was gegeben. So, auf dem Weg. Immerhin was. Jetzt muss ich jetzt hier lesen, wo es schief geht. So, oh, die haben wir. Ist Matt Max da? Wie gesagt, für dich immer. Kein Emojis. Was? In 40 Minuten im Diner. Okay, werde da sein. Verspäte dich nicht. The fuck, wie soll ich jetzt so schnell wie möglich zum Diner kommen? Auf dem Weg, du bist fies, 40 Minuten oder sonst. Okay. With all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Das ist ja wenigstens schön, dass du dich freust. So gut, dann geben wir ihr mal das Ding oder wir sprechen sie natürlich an. Hey Kate, I brought your book. Oh, Bambi auf dem T-Shirt. Step in between David and me yesterday? Was? Ich hasse diesen, ich hatte keine Wahl. Oh, Jungs, es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich hasse diese Idioten oder ich hatte keine Wahl. Ich würde sagen eher, ich hatte keine Wahl. Also das würde ich in dem Moment so formulieren. Was würdet ihr nehmen? Ihr dürft natürlich entscheiden, was das angeht. B, ja, da bin ich auch dafür, dass wir B nehmen. I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Was ist mit dem Video? Hast du mit ihnen gefeiert oder warum? Ich glaube eher, dass wir nehmen das mit dem Feiern oder was meint ihr? Also ich weiß jetzt, ich bin jetzt zwischen, was ist also mit dem Video und was und ob wir mit denen gefeiert haben. Also ich bin so ein bisschen sehr im Zwiespalt, was ich da nehmen jetzt soll. Ich würde aber eher X nehmen, wenn ich mal ehrlich bin. Ich denke mal, das wird, denke ich mal, wirklich sinnvoller X, ja? Ist halt so, ich weiß es nicht, was ist mit dem Video, echt? Y? Okay, dann machen wir halt Y. Ich vertraue euch mal. And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. Okay, sollte ich es mir ansehen? Das werde ich nicht, Should I watch it? Just for posterity? Are you kidding? You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but... Tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. Mit ein paar Leuten? What the fuck? Mit ein paar Leuten rumgemacht? Holy shit! Ach du Scheiße! So, why would you go? Jetzt bin ich schockiert. Sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Nicht genug eigentlich, um betrunken zu sein? Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember... I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott, okay. Er hat gesagt,
Okay, bist du hingegangen? Oh, jetzt bin ich jetzt. Nathan Prescott, war das nicht der, wo versucht hat, Chloe zu erschießen, wenn ich mich jetzt nicht genau erinnere? Also ich würde jetzt wirklich Y triggern. Oder meint ihr eher X, das wir nehmen sollen? Das ist halt jetzt so diese... Das ist so dieses Tweaky in dem Moment. Was nimmt man, was jetzt sinnvoll ergibt? Weil schlecht ging es ihr ja, das hat sie ja gesagt. Aber ich denke auch mal, dass Nathan Prescott die richtige Antwort Nathan ist. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and... Right. Mm-hmm. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And? That's all I remember. Das glaube ich nicht. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Uh-huh. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall mit Chloe versuchen, ich mal zu tun. Ich glaube, das müssen wir mit Chloe, denke ich mal, klären. Hoffen wir mal, dass wirklich nichts passiert mit ihr, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommt, um ehrlich zu sein. So Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely. Und was denn? I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Das ist halt jetzt wirklich wieder eine Community-Entscheidung von euch. Ist es ratsam, jetzt zur Polizei zu gehen? Oder sollen wir nach Beweisen suchen? Also ich vermute eher, wir sollen nach Beweisen suchen, weil ich vermute, dass sie vergewaltigt worden ist. Aber die Frage ist, wie finden wir heraus, ob sie noch Jungfrau ist oder nicht? Aber wenn sie in einer Kirchengemeinde eigentlich... zugehört, müsste sie ja eigentlich Jungfrau noch sein, also müsste man das ja wissen, aber wie findet man heraus, dass man wirklich noch Jungfrau ist, jetzt mal ehrlich, jetzt ohne Witze? Also das ist so eine tricky Sache, wo du denkst, ich weiß es nicht, ne? Das ist halt jetzt so richtig ganz komisch, aber ihr sagt B, dann machen wir mal B. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Das ist jetzt echt schwer. Das ist wirklich jetzt schwer. Good okay. Job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Das ist wirklich jetzt eine Frage. So was könnte mir hier ansehen? Kate is all alone dealing with this video bullshit. Mom? I hope her mother doesn't disown her. Betreff ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf von Direktor Wells bezüglich eines Pre-Party-Videos von dir erhalten. Unsere Bedenken, dich nach Blackwall zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir dies ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich oder unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und erwarten, dass du Gott um Vergebung bittest. Ach du Scheiße, das muss ja richtig, richtig krass religiöse Familie sein in dem Moment. Holy shit, die Frage ist halt jetzt, ob wir jetzt... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das einschätzen soll, aber wir müssen eh jetzt so schnell wie möglich zum Diner, weil wir hier ein Date mit Chloe haben. So, sie schreibt schon. Essen, Max, two walls. Seh dich da. Bring dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück.
Keine Emojis. Eieiei, was hat die für ein Problem mit Emojis? Hey, was geht mit dir? Oh, hi Max. Hast du den Schnee gesehen? Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Nein. No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Alles klar, dann haben wir das ganz kurz und fresh gehalten. Gut, dann verlassen wir mal das Wohnheim und gehen natürlich so schnell wie möglich zu deiner, um uns mit Chloe zu treffen. Oh, guck mal, da ist ein totaler Vogelschwarm dahinter gewesen. Aha. Was ist mit dir? Was ist mit Sam los? Er sieht so traurig aus. Aber wir haben jetzt keine Zeit. Ah, da ist eigentlich die dumme Taylor. Hi Taylor. Why would you even talk to me after the shit you pulled yesterday with Victoria? Lass uns nicht streiten. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk for once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kate's video. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Okay, das hat sie jetzt wirklich ganz kurzzeitig schnell beendet. Okay, schon wieder eine unbekannte Nummer. Dies ist Nathans Vater. Diese Nachricht soll dich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren und zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht der erste Schülerin Blackholz, die es versucht, aber hoffentlich die letzte. Betrachte dies als letzte hoffliche Warnung. Ach ja, okay. Und das wird bestimmt auch Nathan sein. Max, check it out. Was geht ab, Warren? What are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Ich denke mal, der soll sich auch lieber raushalten. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Nein. No, I don't think I can concentrate on going out to the movies. I just feel like escaping. Fine. Be a damn dirty human. I'll go ape myself. Okay, auch wenn es jetzt traurig ist, dass wir jetzt, sag mal, eben Warren, unseren Retter in Not, natürlich ein bisschen in Stich lassen, aber wir haben ein Date mit Chloe. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel.
Ich bin jetzt immer noch so am Zweifeln, wie kann man jetzt den Anfang dieser Episode einstufen am besten. Ich meine, wir haben ja in der letzten Episode ja gesehen, dass irgendwas mit Kate passieren könnte in dieser Episode. Weil sie ist ja vom Dach des Schules runtergesprungen. Ich vermute mal, das hat alles mit diesem Video dann auf sich in dem Moment. Aber vielleicht können wir das sogar retten, dass das nicht geschieht. Das Erste, was jetzt in dem Moment wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt dieses Date mit Chloe haben, um mehr Informationen herauszufinden, was hier diese Stadt angeht. Weil wir müssen auf jeden Fall versuchen, vermutlich mal diesen Sturm aufzuhalten oder die Bewohner zu retten vor diesem Sturm. Ich meine, es kommt ja eh bald das neue Life is Strange Spiel raus, was vom Titel her heißt Before the Storm. Da bin ich auch mal gespannt, wie der Titel ist. Bis jetzt ist das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch wenn, sag mal, von Adventure-Seite etwas anders gehandhabt ist, wie ich es mir eigentlich möge tue. Ich meine, die Telltales-Reihe ist jetzt auch nicht die ultra-beste. Ich liebe ja eh, wenn dann eher die uralten LucasArts-Klassiker. Aber trotzdem würde ich sagen, die Story bis jetzt echt Daumen nach oben. Nicht schlecht. Echt fesselnd bis jetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie weit sie noch in Fahrt nimmt. Don't try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Ah, gucken wir mal, was uns jetzt erwartet hier. Tür öffnen. So, wo ist denn Chloe? Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware. Ja. Makes me feel 13 again. Das sage ich meistens so, wie eigentlich ein Diner riechen tut.